Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu meinem First Look Video von Kingdom of Fallen. Das ist ein Spiel, das Mitte Mai auf Steam erschienen ist und zwei meiner absoluten Lieblingsgenres miteinander verbindet, nämlich Souls-likes und Survival Games. Interessante Kombination, spannende Kombination. Und da wollte ich unbedingt mal reinschauen. Ich bin allerdings im Vorfeld ein kleines bisschen skeptisch, denn zum einen hat das Spiel nur 10 € gekostet. Und wenn man ein ambitioniertes, hochwertiges Spiel abliefern will, dann finde ich 10 € ein bisschen wenig. Und naja, das Hauptmenü sieht jetzt gerade auch ein kleines bisschen billig aus. Aber sagen wir mal so, ich mache es jetzt wie mit einer Flasche Wein. Ich beurteile den Wein nicht aufgrund seines Labels auf der Flasche, sondern mach mal die Flasche auf, schenk Glas ein und probier mal. Mal sehen, was es taugt. Meine Güte, was für eine Metapher. Neues Spiel, Spiel starten. Wie wollen Sie sein? Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Intelligenz, das Schicksal. Ändern Sie Ihr Schicksal. Sind Sie ein Magier? Regeneration deiner Werte. Oh. Geschicklichkeit, bewegen Sie sich wie eine Katze. Charakterzug des Kriegers. Wie viel darf ich denn? 5 Punkte. Okay, also Ausdauer. Aber wo ist hier Lebenskraft und so? Mal schauen. Machen wir noch hier sowas, ne? Spiel starten. Okay. Aber gut, bei From Software wissen wir auch, dass die Intros immer so ein bisschen verwirrend sind. Mal gucken. So, wir starten hier so ein bisschen im Stil von Dark Souls 2 eben dazwischen, ne? Nur halt ein bisschen Open Air. Steine sammeln, scharfen Stein herstellen und ausrüsten. Alles klar. Also links haben wir die Quickslot-Leiste. Links oben, sehr ungewöhnlich. Normalerweise hat man sowas ja immer am unteren Bildschirmrand. Links haben wir dann Hunger und Durst, einen allgemeinen Lebensbalken und wohl Ausdauer, das Orangene. Ja, genau. Oh, der kann aber weit springen. Das ist kein Dark Souls-Sprung. Schaut mal, auch lässig. wie kriege ich Steine? Kann ich da einfach. Nein. Ja, sagen wir so. Also, so der. Ah, abholen. Ja, die Übersetzung ist jetzt auch eher nur so mit dem Google Translator gemacht. Aber an sich, die Beleuchtung ist schon ganz stylisch. Das sieht schon mal jetzt so nicht schlecht aus. Einsammeln gibt jede Menge Erfahrungspunkte. Wie sieht's denn aus? Hier haben wir Gewerk. Ja, also die Lokalisierung, ich glaube, das sollte man vielleicht auf Englisch schalten, um nicht ständig über solche komischen Stolpersteine zu latschen. Crafting, ganz klassisch, Steinbeil, Spitzhacke, Schaufel, Fackel, Schlegel, Bauplan, Stoff, ja, das. Alles sehr klassisch. Also da, Steine habe ich gesammelt. Ich gucke mich jetzt noch mal ein kleines bisschen hier um. Ui, guck mal. Das hat schon was. Also das ist schon impressive. Ist nur die Frage, ob Flora und Fauna feindlich gesinnt sind. Das Wildschwein, das ich da unten gesehen habe. Oh. Also jetzt erstmal einen scharfen Stein herstellen. Scharfer Stein. Das dauert ein kleines bisschen, seht ihr unten in der Mitte. Das mag ich ja nicht so. Wenn Crafting so eine Zeit dauert, da bin ich nicht so der Fan von. Ist das jetzt eine Waffe? Und rüsten Sie ihn aus. Holz sammeln. Und Stein und Faser. Okay. Auch das sind so die ersten klassischen Rohstoffe, ne? Steine, Fasern, Holz. Erfindet also das Rad nicht neu. Aber das ist für mich auch echt nicht schlimm. In Ego-Shootern wird auch immer geschossen. Mit Projektilwaffen. Oder anderen Sachen. Ui, dynamisches Wetter haben wir also. Es ging jetzt allerdings ziemlich schnell, ne? Wie kriege ich Holz? Muss ich da mit dem Stein auf den Baum schlagen? Mal sehen. Lauter Sturm. Ich weiß ja nicht, ob das. Doch. Haha. Gibt es Gewicht oder sowas? Ja. Aber schaut mal. 18 von 330. Ich nenne es mal Kilo, die ich mit mir rumschleppen kann. Also insofern. Palmblatt.
Halmblätter von Nadelbäumen, auch nicht schlecht. Scharfen Stein herstellen, noch einen, okay. Und sonst Handwerkstuch. Das kann ich wahrscheinlich aus Stoffen herstellen, ne? Wo sind die denn, Handwerkstücher? Und schon ist das schlechte Wetter wieder vorbei. Handwerkstuch. Gucken, gucken, gucken. Handwerkstuch. Stoff. Vielleicht erstmal Stoff, ne? So. Und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo sortiert das Handwerkstuch. Oder ist es einfach auch wieder merkwürdig übersetzt. Oder ich muss es durch eine Werkbank herstellen. Dass ich das so in der Hand quasi nicht bauen kann, sondern dazu im Grunde an der Werkbank stehen muss. Das kann auch immer sein. Nee, Steinball basteln, Steinspitzhacke herstellen. Alles klar. Das war's also. Das war jetzt auch ein falsches Wort. Okay, da ist also wirklich noch ein bisschen einiges im Argen, was die Übersetzung und die Betextung angeht des Spiels. Steinbeil basteln. Das haben wir hier. Berg. Und was noch? Steinspitzhacke. Nicht genügend Ressourcen. Was brauche ich noch mehr Steine? Kein Problem. Die sind hier ja überall. Das ist wirklich easy. Uns regnet schon wieder. Gleich. Ach, einen scharfen Stein brauche ich. Alles klar. Dann machen wir einen scharfen Stein. Dann kommt der weg. Dann kommt die Axt auf die 1 und die Spitzhacke auf die 2. Ich bräuchte jetzt mal noch irgendwas, um mich zu wehren. Eine Keule. 8 Holz. Okay, kriegen wir. Jetzt, wo ich eine Axt habe, kann ich wahrscheinlich auch schneller Bäume fällen. Gut, man kann die Maustaste gedrückt halten. Dann geht es ein bisschen schneller. Aber eventuell wäre es cool, wenn es nicht so lange dauern würde, einen Baum zu fällen. Ich sehe keinen Grund, dass das so lange dauern muss. Das ist ja spielflussfördernd, dass in Craften und Farmen recht zügig geht. So, Waffe. Hölzerner Speer. Streitkolben. Wir nehmen jetzt einfach mal die Keule. Die wird schon was taugen. Maissamen. Pfeffersamen, wo ich auch immer die her habe. Fasern. Okay, alles klar. Gut, die Keule kommt auf die 3. Platziere Lagerfeuer. Jetzt will ich erstmal gucken, was das da ist. Das leuchtet schon die ganze Zeit so verschwörerisch. Beanspruchen Sie den Respawn-Punkt. Oh! Räumen Sie den Respawn-Punkt. Okay. Dann machen wir doch hier ein Lagerfeuer, oder? Wo haben wir das? Stoff, Schlüssel. Das sind die Lagerfeuer hier. Das sieht nicht aus wie ein Lagerfeuer. Entschuldigung, das sieht eher aus wie so ein Laubhaufen im Herbst. Es regnet schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Dann 4 und platzieren wir das mal. Oh, neben der Kiste, das ist super. Hier, zack. Was ist da drin? Flint und Spezialwaffenkern. Cool, nimm alle. Hühneraugen sammeln. Rund ums Holzhaus. Rohes Fleisch von Wildschweinen sammeln. Okay. Also bisher ist... Oh. Besser. Ritterschwert. Was will ich denn mit meiner ollen Keule? Gut. Gibt's eine Karte? Gibt's nicht. Sonst habe ich hier auch keine Magierbuch. Hier sind meine Eigenschaften, Fähigkeiten. Sieht alles ein bisschen aus wie in einem MMO. Benötigt Fertigkeitenpunkte, alles klar. Einstellungen, Eingabeeinstellungen. Hat umschalten, Inventar umschalten, Journal umschalten. Nein, keine Karte. Da sind die Wildschweine. Ich kann markieren. Die Kamera fixiert dann. Sehr schön.
Fleisch. Die tun ganz schön weh. Wenn man sich treffen lässt. Aber die geben ordentlich Erfahrungspunkte. Die Hühneraugen rund ums Holzhaus. Oh, hier ist eins. Ist nur halt komplett mit... Oh. Kann ich mir ein Schild bauen? Nö. Na gut. Das ist Ausweichrolle. Aha. Ja, es ist definitiv ein kleines bisschen taktischer, als man es so aus solchen Spielen kennt. Also natürlich durch das Ausdauermanagement, durch das Ausweichen und dadurch, dass Gegner, zumindest die Wildschweine, ordentlich Schaden machen. Dass man jetzt da nicht einfach Hack-and-Slay-mäßig agieren kann. Wie komme ich jetzt da rein? Vielleicht über die... Oh, au! Shit. Oh, wer bist du denn? Ich kann dich nicht markieren. Das heißt, du bist Freund. Hoffentlich. Eine Gießkanne, Glas und eine große Anbaufläche. Nehmen wir alles mit. Ich habe keinen Platz mehr. Oh Gott. Hey ja, das ist ein gefährlicher Ort. Wie kannst du hier leben? Ah, noch eine verlorene kleine Ziege. Verlora, Schattenklinge. Wahrlich, das Königreich steht am Rande des Ruins durch die Dämonenhorde. Es ist ein tückischer Ort und du solltest die Schwere unserer Notlage nicht unterschätzen. Unser König ist dem Wahnsinn verfallen, das Königreich ist verloren. Selbst ich kann diese Weltlinie nicht retten. Haben sich unsere Wege schon mal gekreuzt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gehöre nicht einmal hierher. Ich wurde plötzlich teleportiert, nachdem ich gesehen hatte, wie meine ganze Familie einer nach der anderen vor meinen Augen durch Lichter und Runen verschwunden war. Dann kam ein kleines Mädchen, das durch die Zauberei erschien und ähnliche Worte sprach. Oh ja, Aria. Aria war ihr Name. Ach ja, wo ist sie? Ach ja, ist meine Tochter. Wurde sie auch hierher teleportiert? Geht es ihr gut? Hat sie sich verletzt? Ich bin so besorgt über sie. Oh, das Deutsche ist halt... beruhig dich, bleib ruhig. Deine Tochter verfügt über unübertroffene magische Fähigkeiten und ich habe sie bereits in meine Obhut genommen. Sie ist von mir gut ausgebildet worden. Auch wenn das schon 3 Jahre her ist. Macht euch keine Sorgen um sie. Aber du bist eigentlich der Schwache. Du bist es, der von schwacher Macht ist. Deine Tochter Aria begibt sich... oh Gott, die Texte... Okay, alles klar, bla bla bla. Das, oh Gott. Halt, das war's schon, ne? Ende des Dialogs. So, wo kann ich hier Hühneraugen sammeln? Das zeigt mal so ein kleines bisschen, was man dann an Basisbau machen kann. Das habe ich im Trailer gesehen, dass es halt eben dann auch so einen klassischen Basisbau gibt. Nehmen Sie das Bett. Leeren Sie das Bett aus. Ich lieb's. Sollte ich das weiterspielen, muss ich unbedingt auf Englisch stellen. Oh, herrlich. Gekochtes und gesammeltes Fleisch. Achso, ich hab schon... Was ist denn mit den... Was haben die denn gemeint mit den Hühneraugen? Was war denn das dann wieder für eine skurrile Übersetzung? Auf jeden Fall habe ich es erledigt, die Quest. Was allerdings... Also die Animationen... Wie gesagt, auch so die Natur, ich finde, das hat schon was. Kann man schon gucken. Dann kochen wir mal ein bisschen Fleisch. Rohes Fleisch. Einschalten. Jawohl. Dauert 10 Sekunden. Große Anbaufläche. Kann in Hotbar verwendet werden. Okay. Bonk. Und dann kann ich da Kürbiskerne, Pfeffersamen, Mais. Mais habe ich jetzt genug. Dann nehmen wir mal Kürbissamen. Aha. Und Pfeffer. Cool. Hier ist das Fleisch fertig. Gleich. Oh, das verbrennt. Hilfe. Maiskörner essen. Kann ich das nicht aus der... Ich würde es gern aus dem Inventar heraus benutzen, aber das scheint nicht so möglich zu sein. Das ist ein bisschen fummelig, das sollten sie dringend noch ändern. So, Faser sammeln 30, Holz sammeln, Handwerkstuch.
Umgang mit Schatten, Gespenstern bei den alten Ruinen. Holz sammeln. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie eine Kiste bauen kann, damit ich meine Taschen leeren kann. Die sind ja randvoll mit Zeug, das ich jetzt mit mir rumschleppe. Und da könnten wir jetzt eigentlich mal schauen, ob ich da irgendwie eine Lagerfläche. Gucken wir mal. Stoffschlüssel. Das sind die Stofftaschen. Oh. Erforderliche 30 Stoff und 8 Fasern. Rucksack. Wow, Eisenbarren für einen Rucksack. Was ist denn das für ein schwerer Rucksack? 30 Stoff ist aber auch echt viel. Meine Güte. Bauplan, Werkbank. Oh, das machen wir mal. 30 Holz, die Werkbank. Vielleicht kann ich dann weiterführende Sachen bauen. Aber dafür brauche ich noch einiges an Holz. Es wirkt insgesamt wie so ein kleines Hobbyprojekt. Und spiegelt auch im Grunde jetzt deswegen auch so, also das ist tatsächlich so ein klassisches 10-Euro-Spielchen, ne? Wo einer sich gedacht hat, hey, ich habe hier so einen Editor, ich probiere jetzt da mal ein bisschen rum. Ich mag Souls-Games, ich mag Survival-Games. Baue ich mir mal ein bisschen was zusammen. So, habe ich jetzt dann langsam 30 zusammen? Schauen wir mal. 32, jawohl. Okay, dann wollte ich die Werkbank bauen. Auch 10 Sekunden. Sehr schön. Kann ich mal den Mais wieder aus dem Inventarslot nehmen. Und dann kommt die Werkbank hier rein. So. Bonk. Was kann man jetzt hier machen? Totembett. Oh, hier, einfache Truhe, sage ich doch. Sehr schön, ich brauche nur noch mehr Holz. Wer hätte es gedacht? Und hier ist jede Menge Faserzeugs für den Stoff. Meine, dann kann ich eventuell auch noch eine bessere Rüstung bauen. Da bin ich nämlich, auch wenn ich angezogen aussehe, links die Anziehpuppe ist komplett leer. Ist, glaube ich, auch keine so gute Idee. So dermaßen ungeschützt irgendwelche Skelette oder Schatten zu jagen, die meine Quest gerade erfordern. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier mal ein kleines bisschen was von dem ganzen Flachszeug und baue mal ein bisschen Stoff zusammen. Ich komme noch nicht so ganz klar mit dem. Eine Kiste. Oh, hier ist ja. Ach stimmt, ich habe ja schon eine. Kornblumen. Fasern. Flint kommt jetzt mal da rein. Das Holz behalte ich. Das Palmblatt brauche ich jetzt erstmal nicht. Das habe ich jetzt auch. Die Samen. Kohlsamen. Irre. Glas. Diese Kornblumen. Stoff brauche ich jetzt gleich, das Holz brauche ich gleich, die Fasern brauche ich gleich. Wie viel stapelt das? Auf 200, das ist angenehm. Sehr gut. Ein Soldatenhelm aus Holz, unbedingt. Stoffhosen, unbedingt. Handschuhe, auch. Schuhe aus Stoff, zack. Das sieht gut aus. Und die Stofftasche, da brauche ich jetzt nochmal mehr Stoff. 30 Stück. Ja, aber das reicht auch jetzt erstmal, oder? Also, ich denke, dass wir jetzt da nicht so nochmal länger jetzt hier rumsuchen müssen. Wo ist die Hose? Da. Handschuhe, die sind hier. Schuhe aus Stoff, die sind da. Und die Gießkanne, die kommt auch noch in die Truhe. Ich schleppe die Gießkanne nicht mit mir rum.
Um das Farming kümmere ich mich irgendwann anders mal. So. Holz sammeln. Erste Schritte, Bäume fällen. Das habe ich doch gerade gemacht. Ich will jetzt nicht noch weiter farmen, ich will jetzt mal hier auf die Schattenjagd gehen. Umgang mit Schatten, Gespenster, bei all den alten Ruinen. Wow. Hier ist auch so eine riesen... Wow. Das ist cool. Weil jetzt haben wir hier ein bisschen das Survival-Aspekt ausprobiert, das Crafting und Farming. Jetzt schauen wir mal, wie die Kämpfe so ablaufen. Oh, stopp. So, war ein komplett anderes Moveset. Das finde ich nett. War das jetzt ein Level-Up, den ich irgendwie kassiert habe? Erfahrung. Nee, noch lange nicht. Oh Gott, alles klar. Das ist aber nicht die Ruine, die das Spiel meint, oder? Weil hier gibt es keine Schatten. Was ist das? Knochen. Sehr gut. Nehmen wir mit. Oh, Schuhe aus Stoff. Schraube. Und Grog. Lieblingsgetränk der Piraten. Dieses Getränk stellt die Gesundheit wieder her und löscht den Durst. Oh. Muss ich halt immer auf die Quickslot-Leiste legen. Ist aber auch echt ein Dauertief hier, ne? Die ganze Zeit regnet's. Ritterschwert habe ich schon. Hm. Das war nicht die Ruine, die wir suchten. Aber da hinten ist noch eine Truhe. Ein Lagerfeuer, Pfeile, normale Brustplatte. Du hast nicht bestgekleidete Bukanier gesagt, aber wenn die Leute das für dich sagen, dann lassen sie. Dann lass sie. Rüstung plus 10, maximales Gewicht, das haben wir. Oh, das habe ich ja noch gar nicht. Also, ziehen wir das an. Und das sieht man dann auch tatsächlich wieder gespiegelt hier. Sehr schön. Hat sich gelohnt, hier vorbeizukommen. Ordentliche Erfahrungspunkte, schöne Rüstung. Aber die Ruine. Bei den alten Ruinen. Naja. Vielleicht da hinten. Da ist auch ein Checkpoint, oder war das der, den ich... Oh. Gesundheitstrank. Das Wasser ist schick. Tatsächlich. Also technisch kann man echt nicht meckern. Das ist kein State of the Art. Natürlich nicht. Absolut nicht. Aber ich finde es nicht hässlich. Weil eben die Beleuchtung ganz stimmig ist. Oh. Eine Angel. Fass, was haben wir hier? Schwefel, Würmer, Sand, Gefäß, altes Wissen. Oh. Was kann man denn damit machen? Gar nichts? Noch nicht zumindest. Ruinen? Oh. Flint. Oh. Seid ihr das, was ich suche? Nein. Der Checkpoint oder der... Ey, das Questlog sagt immer noch... Au. Knochen. Nehmen wir mit. Und dann müssen wir uns heilen. Das tut nämlich echt weh, was die hier so austeilen. Meine Herren. Oh, wow, 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 wow. Okay, die sind zu zweit. Vorsicht. Hat jetzt nicht die Dynamik eines Dark Souls. Das seht ihr ja, ne? Also, es ist eher ein Behende umkreisen und in den Rücken schlagen.
Und die Gegner selbst sind jetzt auch, guckt, nicht sonderlich mobil. Hey. Ich würde ganz gerne mal ein Level-Up mitmachen. Mal gucken, was dann passiert. Hey, Apple. Soldathelm. Den habe ich schon. Noch mehr Knochen. Wie steht so mein Level-Up? Oh, hatte ich schon. Okay, sehr schön, sehr schön. Beeinflusst die Chance auf kritischen Schaden. Ah, jetzt wissen wir, was es bedeutet. Oh. Oh, ich kann... Ich muss... Die Eigenschaftspunkte und die Fertigkeitenpunkte sind wohl gleich, dass ich jetzt hier die beiden... Na gut. Dann beim nächsten Level ab. Aber auch das ist nicht die Ruine, die wir gesucht haben. Immerhin gab es hier ordentliches Zeugs abzustauben. Ist nur manchmal ein bisschen komisch gebaut, ne? Einfach so in die Landschaft gesetzt, ob es Sinn ergibt, dass da ein Fenster ist oder nicht. Ein Bett, das nehmen wir mit. Das könnt ihr wahrscheinlich dann auch als mobiler Spawnpunkt oder dass ich da mich hinlegen kann, Tag und Nacht überbrücken, falls es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Und wahrscheinlich auch speichern oder so. Kann ich jederzeit speichern? Ja, kann ich. Oh, drei Heiltränke. Mitten in der Pampa. Finde ich gut. Finde ich wieder zurück. So ganz ohne Karte. Oh, die Statuen sind cool. Riesig. Querfeld ein über Stock und Stein. Glaube ich, dass ich jetzt langsam in die richtige Richtung laufe. Da war der Checkpoint, genau. Die sind auch wieder respawned. Das ging zügig. Okay. Gut, okay, jetzt sortieren wir hier mal ein bisschen Äpfel, alles was man so essen kann. Das packen wir hier mal raus. Ach, das Bett, das wollten wir jetzt platzieren, genau. 5. Kommt direkt hier ans Lagerfeuer, schön gemütlich hier an die Säule. Jawohl. Also, was kann man hier so bauen? Steinschaufeln, das ganze Zeug zusätzlich, was... Oh. Ist also sehr viel umfangreicher mit Nah- und Fernkampfwaffen und sogar ein Granatwerfer. Bitte was? Sturmgewehr? Sturmgewehrmagazin? Also es ist kein Fantasy-Mittelalter-Spiel, ne? Was gibt hier auch noch? Modernes Kriegsgerät. Eieiei. Ganz viele unterschiedliche Rüstungssets, Dekorationsgegenstände. Da kann man dann in den Basisbau hineingehen. Die Palisaden, die wir vorhin hatten. Interessant. Okay. Nun, jetzt machen wir noch einen kurzen kleinen Exkurs in diese Richtung, wo ich dieses beeindruckende Gebäude gesehen habe. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Schön, dass es hier Checkpoints gibt an allen Ecken und Enden. Falls man irgendwie sterben sollte, kann man hier wahrscheinlich dann... Oh, da sind die Geister. Also, das wird doch jetzt bestimmt ein Kinderspiel. Noch kann ich sie nicht markieren. Die machen jetzt aus mir Hackfleisch, passt auf. Wow. Nee, die sind nicht so schlimm. Aber das sind genau die, die ich zerstören muss. Sehr gut. Also, bei Musik und Soundeffekten kann man eigentlich auch nicht meckern.
Es ist, also wie gesagt, technisch ist es okay, oder? Rückkehr nach Velora. Ach, das war die gute Dame, ne? Aber schaut mal. Kleines Fischerdorf. Da hinten ein bisschen römisch anmutende Tempel. Und diese gigantische Statue. Mhm. Also ist, denke ich, dann auch, wenn ich mir das Crafting und Farming und so weiter anschaue, scheint es mir also ein sehr bodenständiges, ein sehr ruhiges und ein sehr langsames Survival-Game zu sein. Der Action-Aspekt, also die Kämpfe, die sind halt hier eher zweckdienlich. Also da ist jetzt nichts, was mich jetzt im Grunde motivieren würde, in diese Richtung zu gehen, weil die Kämpfe jetzt ja, dass hier mit Souls-like-Kämpfen geworben worden ist, wenn man zwei Augen zudrückt, ne? Also es ist dadurch, ja, Gegner machen viel Schaden und man darf nicht einfach nur so draufdreschen, ja, aber das war's dann auch. Seht ihr, also so einen Kampf kann man nicht einfach so angehen, kopflos, man muss schon ein bisschen mit Hirn hinein und wahrscheinlich auch ein bisschen mobiler, als wie ich das gerade getan habe. Aber ich finde nicht, dass das Wichtigste, das Hauptaugenmerk dieses Spiels ist. Und würde ich es weiterspielen, würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich eher so ein bisschen auf das... Ich suche mir irgendwo ein schönes Fleckchen, wo ich mich niederlassen kann, wo ich ein schönes Gebäude hochziehen kann, gucken, was man da alles so craften kann. Und darauf würde ich mich, glaube ich, hier konzentrieren. Und auch diese Spielwelt ein bisschen zu erkunden. Also ich finde, was die Entwickler hier so alles reingestellt haben, das lädt schon ein zu gucken. Und es scheint ja auch recht weitläufig zu sein. Ich wünschte echt, es gäbe eine Karte. Aber an sich, ja, Kingdom of Fallen, jetzt auch kein super kreativer Titel. Aber an sich für eine Zehner, ne? Und wenn man gerade so ein bisschen Lust auf ein schönes, gediegenes, klassisches Survival-Game hat, macht man da, glaube ich, echt nichts verkehrt. Also ich bin jetzt nicht sauer drüber, da mal reingeguckt zu haben. Der Wein, der war okay. ging ganz gut runter. Hat auch keinen Kopfweh verursacht. Insofern, ja. Soll das mal hier der erste Eindruck gewesen sein von Kingdom of Fallen? Mich würde eure Meinung zu dem Spiel interessieren. Jetzt, wo auch tatsächlich mal die Nacht einbricht, ist es ein guter Zeitpunkt, mal zu sagen, jawohl. Lasst uns in den Kommentaren ein bisschen drüber sprechen, über dieses Spiel. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr über einen Daumen von euch freuen, wenn euch dieses First Look Video gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und macht's gut.